Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein Notebook auseinanderbaut. Und zwar haben wir hier ein Asus X55A. Das baue ich mal auseinander und baue mal den Lüfter aus, das Mainboard und die Festplatte. Zuerst natürlich ganz klar runterfahren, ausschalten, Netzteil rausziehen und hier den Akku rausmachen. Den Akku kann man von außen rausmachen, der wird einfach rausgezogen. Die große Klappe hier vorne, die ist mit zwei Schrauben befestigt, einmal hier links und einmal hier rechts. Die habe ich jetzt schon mal rausgeschraubt und dann wird die hier so nach vorne rausgezogen und dann kann man die abmachen. Die Festplatte ist mit drei zusätzlichen Schrauben befestigt, einmal hier, dann da und das ist die dritte. Die habe ich schon mal rausgeschraubt und dann wird die Festplatte einfach hier nach links geschoben und hier an dieser Plastiklasche kann man die dann ganz prima rausnehmen. Die Festplatte sitzt nochmal in einem Rahmen drin, in so einem Metallrahmen. Wenn ihr die Platte wechseln wollt, dann müsst ihr die Platte aus dem Rahmen ausbauen. Die hat hier eine Schraube und noch eine Schraube. Hier fehlen zwei Schrauben, vielleicht sind es bei euch auch vier. Und da muss man die Platte aus dem Rahmen rausbauen und die neue Platte in den Rahmen dann rein. Das RAM-Modul baue ich auch aus. Da sieht man dann immer, ob da irgendwelche Schrauben noch drunter sind oder irgendwelche anderen Befestigungen. Das WLAN-Modul habe ich jetzt hier auch rausgeschraubt. Das ist mit einer Schraube befestigt und da ist aber nichts drunter. Man muss aufpassen, diese Antennen, die sind manchmal hier mit dem Gehäuse so ein bisschen verbunden. Die sind so da reingeklipst und ich baue das jetzt aus. Aus dem Boden des Notebooks habe ich 10 Schrauben rausgeschraubt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, 5 und 6. Und dann hier vorne noch 4 Stück. Hier haben wir Nummer 7. Nummer 8, Nummer 9 und die Nummer 10. Auf einem Blatt Papier habe ich dieses Notebook-Schema mal aufgezeichnet. Hier soll der Akku sein, hier vorne war die Festplatte drin und habe die rausgeschraubten Schrauben genau da hingestellt, wo die auch wieder reinkommen. Jetzt muss die Tastatur ausgebaut werden. Die ist mit 5 Laschen befestigt. Diese Laschen muss man lösen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier im Bild sind zwei von diesen Laschen. Hier ist eine und da drüben ist eine. Die Laschen schiebt man nach hinten. Man drückt mit dem Schraubenzieher die Taste runter und schiebt diese Lasche einfach in diese Richtung nach hinten in das Notebook rein. Und wenn man die Tastatur ein kleines bisschen anhebt, muss gar nicht viel sein, dann verbleibt die da auch. Und das gleiche macht man mit den anderen Laschen. Das wird nach hinten geschoben und die Tastatur dann angehoben. Wenn man diese 5 Laschen gelöst hat, kann man hier hinten hingreifen und die Tastatur so ein bisschen hochziehen und dann wird die nach hinten so rausgezogen. Und hier ist noch das Tastaturkabel, mit dem die Tastatur am Mainboard angeschlossen ist. Dieser Stecker ist verriegelt und mit einem Schraubenzieher kann man diesen schwarzen Balken oder diesen schwarzen Riegel ein bisschen nach vorne schieben so und dann kann man das Kabel ganz einfach rausziehen. Da sind jetzt 5 Schrauben zum Vorschein gekommen, die müssen rausgeschraubt werden. Schraube Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Alle 5 Schrauben habe ich jetzt rausgeschraubt und Schraube Nummer 1, die hält das optische Laufwerk. Und das optische Laufwerk kann ich an der Seite jetzt hier einfach rausziehen und dann ausbauen. Links müssen noch 2 Flachbandkabel abgemacht werden, einmal dieses hier und dann jenes. Der Stecker ist verriegelt und bei diesem Steckertyp wird der schwarze Riegel nach oben geklappt und hier drüben genauso. Und dann kann man diese Kabel ganz vorsichtig hier rausmachen und dann sind die frei. Wenn ihr alle Schrauben unten aus dem Boden rausgeschraubt habt und hier oben auch und die Kabel abgemacht habt, dann könnt ihr jetzt hier oben diese Platte abnehmen. Diese Platte ist nochmal zusätzlich draufgeklipst auf den Boden, also das knackt ein bisschen. Ich habe das schon mal ein bisschen angelöst hier und am besten fängt man hinten an, nicht vorne und man nimmt am besten auch einen Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug, um das ein bisschen aufzuhebeln. Deshalb auch nicht vorne anfangen, da gibt es leicht Kratzer und dann kann man das hier vorsichtig so abnehmen. Und es kann sein, dass es bei euch ein bisschen mehr knackt, das wäre aber normal. Jetzt hat man hier also das Mainboard und hier drüben ist der Lüfter und wenn ihr nur den Lüfter reinigen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen, dann braucht ihr den auch nicht rausschrauben. Am besten geht man hier mit einem Staubsauger vorsichtig dran und mit einem Pinsel. Um das Mainboard ganz auszubauen, löst man noch 2 Schrauben. Hier ist eine am Lüfter und hier noch eine und hier hinten zieht man diesen Stecker ab.
Und wenn man das hat, kann man das Mainboard vorsichtig hier so hochklappen. Und dann gibt es hier noch zwei Stecker, die kann man abmachen. Das ist der Stecker von dem Lüfter. Das ist der Prozessor. Den kann man auch prinzipiell tauschen, wenn man allerdings erstmal einen anderen bekommt. Und der ist verbunden mit dem Lüfter über diese Heatpipe. Wenn man den Lüfter tauschen möchte oder tauschen muss, dann braucht man nur hier dieses metallene Stück zu kaufen. Diese Heatpipe bleibt hier im Gerät drin und das gilt auch hier für diese Rippen. Hier oben ist die Batterie, die CMOS-Batterie. Das ist eine normale 2032. Die puffert dann die Uhrzeit. Also wenn euch die Uhrzeitdauer verloren geht oder irgendwelche anderen Einstellungen, dann müsst ihr die Batterie wechseln. Das ist natürlich bei diesem Gerät hier sehr schwer. Bei anderen Geräten ist die leichter zu wechseln. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch und hier oben blende ich nochmal ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf meinem Kanal. Da seht ihr dann, wie man andere Notebooks auseinanderschraubt, wie man Druckköpfe reinigt, wie man Drucker repariert, wie man Software einrichtet, Windows 10 und so weiter. Schaut euch einfach mal um, da ist bestimmt auch ein Video für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.